Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur, die tiefgrüne Maske. Sie ist ja mit Urgapon. Ja, beim letzten Mal haben wir gegen eins der drei Gefährten-Pokémon bekämpft. Und dabei eine der drei Masken Urgapon zurückgeholt. Urgapon war überglücklich darüber. Und heute wollen wir die anderen beiden Pokémon fertig machen und ihnen ihre verdiente Abreibung verpassen. Ich stehe schon so ein bisschen in der Nähe von dem einen Pokémon. Ich denke mal, das Vogel-Pokémon von dem wird ein Flug zumindest sein. Aber bevor wir zu den Pokémon hinwandern, hier Pokédex-Einträge, über mir ist ein Zeitcode. Die könnt ihr springen, die Einträge, wenn ihr wollt, mit dem Code. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Einträgen. So, ich habe als allererstes Larvitar für euch, das Felshaut-Pokémon. Es wird tief unter der Erde geboren und kann erst an die Oberfläche, wenn es die Erde ringsherum aufgefressen hat. Danach die Entwicklung Pupitar, das Hartschall-Pokémon. Es ist sehr stark und hat einen steinharten Panzer. Gerät es außer Kontrolle, kann es Berge dem Erdboden gleichmachen. Wie viel Kraft hast du bitte in deinem Körper, dass du den ganzen Berg zerschmettern kannst? Und direkt dann die Entwicklung Despotar, das Panzer-Pokémon. Es besitzt so viel Kraft, dass es mit nur einer Hand die Erde erbeben und Berge zerbröckeln lassen kann. Dieselbe Frage hier nochmal. Wie viel Power hast du bitte? Ist in deiner Hand irgendwie eine Atombombe drin? Oder wie willst du einen Berg mit nur einem Faust kaputt machen? Wisst ihr, wie viel Kraft nötig ist, um einen Berg zu pulverisieren? Das ist unglaublich, wie stark manche Pokémon sein sollen. Als nächstes Schmerbel, das Bartelfisch-Pokémon. Es untersucht schlammige Flussbeeten mit seinen beiden langen Barteln. Sein Körper wird von einem Schleimfilm geschützt. Und hier die Entwicklung von Schmerbel, Welser, das Bartelfisch-Pokémon. Man glaubt, der Anblick eines über die Wasseroberflächen springenden Welserschwarms sei ein Vorbote für ein Erdbeben. Das war übrigens der letzte Eintrag in normalen Pokédex. Ab jetzt kommen nur noch die Kitakami-Einträge. Und diese fängt dann drin für euch an, heute. Ah, endlich ein Pokédex abgeschlossen. Yay! Das hier ist Linfu, das Kampfkünste-Pokémon. Mit seiner Gruppe zieht es sich tief in die Berge zurück, um dort zu trainieren. Jede der Gruppen entwickelt eigene Schlag- und Tritttechniken. Als nächstes Orgel, das Schling-Pokémon. Sein Gedächtnis ist schlecht, aber indem er so wenig Energie wie möglich für sein Gehirn nutzt, kann es sich stattdessen zum Kämpfen verwenden. Als nächstes Gorkler, das Flugskorpion-Pokémon. Es liegt gleitend heran und erschreckt seine Opfer, indem es sich an ihr Gesicht klammert. Dann greift es sie mit seinem Giftstachel an. Und hier direkt die Entwicklung von Skorkler. Skorkro, das Zahnskorpion-Pokémon. Skorkro fliegt lautlos durch die Luft. Beute fängt es mit seinem langen Schwanz, ehe es mit seinem Fangzähnen ihre Schwachstelle attackiert. So, und als letztes von meiner Sparte aus, Geowas, das Urgesteins-Pokémon. Es kann sich in die Luft sprengen und nutzt die Kraft dieser Explosionen, um vom Berg zu springen. Das ist meine besondere Fortbewegungsmöglichkeit. Naja, na, du süße kleine Schönheit, jetzt bist du dran. Danke, drin, dann bin ich wohl jetzt dran. Das ist Matrifol, das Kinderpflege-Pokémon. Matrifol schneidert Kleidung aus Blättern. Es ist friedfertig, doch wenn jemand es auf jüngere Pokémon abgesehen hat, kennt es kein Erbarmen. Das ist Volbeat, das Glühwürmchen-Pokémon. Volbeat kommuniziert mit seinen Artgenossen, indem es mit dem Licht an seinem Hinterteil blinkt. Es liebt den süßen Duft von Illumise. Und hier ist auch direkt das genannte Pokémon. Illumise, das Glühwürmchen-Pokémon. Es veranlasst Volbeat dazu, Zeichen in den Nachthimmel zu malen. Manche Forscher untersuchen die Bedeutung dieser Muster. Dann als nächstes Barschwa, das Fisch-Pokémon. Das schäbigste Pokémon von allen. Es lebt in großen Gruppen auf dem Grund von Flüssen, wo viele Wasserpflanzen wachsen. Das ist aber nicht nett gegenüber Barschwa. Und hier direkt die wunderschöne Entwicklung von Barschwa, Milotic, das Zartheits-Pokémon. Es lebt auf dem Grund von klaren, ungetrübten Seen. Zu Kriegszeiten erscheint es, um die Herzen der Menschen zu besänftigen. So Shining hilft dem armen Urgapon. So Leute, das waren die Pokédex-Einträge für heute. Urgapon pennt schon. Ich würde sagen, ziehen wir in die Schlacht.
Also hier direkt vor uns in der Richtung, in der Hornschlucht, wartet die nächste Maske auf uns. Hier bin ich schon gespannt. Ich komme nur miese Harald. Du Maskendieb. Dich krieg ich, du entkommst mir nicht. Oh, auf so einen dünnen Pfad? Eine TM? Dachte ich, da wäre was Besonderes. Hör auf, dich da festzuhalten, Miraidon. Dich mache ich jetzt lang. Bin bereit. Fühlt sich an wie mit den Herrscher-Pokémon für die Kämpfe mit denen. Musst du den blöden Vier noch Komplimente machen? Das war ein Fiesling. Hat mal Ugapon. Ist das kein Flug-Pokémon? Das ist kein Flug-Pokémon. Wenn du meinst. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das ein Flug-Pokémon ist. Dann würde es wahrscheinlich einfach nur Schwebe haben. Vielleicht ist es ja ein Psycho-Pokémon. Oder ein Unweg. Naja, meine Steinkante macht ja trotzdem gut Schaden. Hier hätte es ruhig ein bisschen früher machen können. Viaturi, die gibt jetzt auf die Nase. Pon Pon! Ja, danke dafür. Es ist nicht effektiv mit der Elektroattacke. Ist das Vieh vielleicht selber ein Gesteins-Pokémon? Dann mache ich einfach mal Hammerarm. Vielleicht ist es ein Gesteinsgeflug und deswegen mache ich nur Neutralschaden, weil ich bei den Flug zwar effektiv bin, aber beim Stein nicht.
zwar nicht mal ansatzweise effektiv. So viel dazu. Naja, down ist es trotzdem. Ciao. Die Ofenmaske. Macht er wohl? Ja, aber vorher gehe ich noch mal zum Pokémon Center. Jo, Zeit, dem letzten von denen 3-1 auf den Deckel zu geben. Das ist eine sehr gute Frage, warum? Zeit, hier einen auf den Deckel zu geben. Ich dachte mal, ich gehe mit Lucario ran. Können die ein Unlicht-Pokémon sein? Zumindest glaube ich das. Unlicht oder Kampf würde ich vermuten. Vielleicht auch beides. Okay, Kampf ist nicht sehr effektiv. Schön, dass sie das vermerkt haben. Wahrscheinlich, weil es selber ein Kampf-Pokémon ist. Ich glaube, dann wechsle ich lieber zu Skelecrock. Welchen Typus hast du? Auf jeden Fall Kamm. Eventuell Kampfpflanze. Ja, Magnalien bringt hier genauso wenig. Aber wenigstens hat es ein bisschen weniger Angriffskraft. Dann sollte Lodalied jetzt eigentlich sehr effektiv sein, wenn es eine Pflanze ist. Ne, ist keine Pflanze. Ja, ich erfahre es ja spätestens dann, wenn ich sie selber fange, ne? Kana, du bist hier absolut useless. Das Nützlichste, was du gemacht hast, ist, ihn zu paralysieren. Das erste Pokémon, das eventuell nützlich sein könnte.
Einfach weiter singen, Skelekrok. Könnte auch sein, dass das alles Feen-Pokémon sind, zum Teil. So, beim nächsten Angriff sollte es down sein. Zito? Nee. Das Ding hat es aber auch mit Angriffskraft. Und down. Letzte Maske. Die sind da, wo sie ihnen gehören. Da ist der Jo. Aber die Leute im Dorf. Ein Traumbeam einfach. Ich will jetzt ein Happy End für Ogapon. Ja, das ist der Oni. Ja. Haben wir. Ein Happy End. Damals soll ich zur Schreckenshöhle. Wir sind an seiner Höhle angekommen. Wird sich ein Eiszahn versteckt.
Schön, dass alles gut ausgegangen ist für Ogapon. Mag mich. Ich mag den Oni einfach zu sehr. Den Kampf verließ er sowieso. Das mich ja fast so oft heraus wie Nemila. Komm, beenden wir das hier. Jo. Jo, jo, ich bin bereit, jo. Er schaut viel ernster. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann das voll nachvollziehen, jo. Fokus gut. Ihr habt's mit dem Fokusgurt. Die habt ihr wirklich gerne an euren Pokémon dran, ne? Aua. Aber ich mache auch gerne mein Loderlied. Als nächstes kommt Scorecrow. Auch er lernt mein Lied zu schätzen. Es ist ein schönes Lied. Ogapon wird zu mir kommen. Beißen! Ich kann jetzt einfach ein Loderlied machen. Ich habe ja schon mich viel geboostet und es hat sich gerade selbst nochmal gut geschadet. Du bist trotzdem RIP. Die Citrobeere rettet dich nicht. Ich frag mich, ob ich gegen Ogapon auch kämpfen muss. Tja, Voluminas ist auch ein Stahl-Pokémon neben Gestein. Das weiß ich. Vielleicht kann mein Angriff nicht mehr steigen, wenn es so weitergeht. Autsch.
Gelekroch, du schaffst das! Oh ja, mega! Danach hat er nur noch ein Pokémon. Ja, stimmt, ja, Yamiga ist ultra schnell. Darf man nie vergessen. Erstmal Skelekrok beleben. Los geht's, Steinkante! Aua! Jetzt kommt Sir Apfel. Drache gegen Drache. Wer wird gewinnen? Er ist endlich aus seiner Schale ausgebrochen. Bestimmt macht er jetzt endlich mal eine Terra-Kristallisierung. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Dann werde ich dir nacheifern. Okay, er setzt doch keine Terra ein. Aber RIP ist er trotzdem. Och, ist doch alles gut. Okay, ich muss es auch mal wirklich bekämpfen. Einen Moment. Espinodon steht am vordersten Front mit seinem Trugschlag. Ich bin bereit, Ogapon. Cool. Ich habe jetzt gerade nicht die Möglichkeit, einen Ball zu werfen. Okay, dann ist das offenbar egal. Bei Londa! Das ist eindeutig eine Feuermaske. Heißt ja auch Ofenmaske. Aber wieso kriege ich angezeigt, dass ich das sehr effektiv habe? Ich hätte das Pokémon noch nie zuvor gesehen. Ja, also so im Kampf.
Wenigstens ein Pokémon hat mal was richtig Spezielles mit dieser Terra-Kristallisierung. Das fand ich so lame an der Terra-Kristallisierung bisher. Dass sie einfach null Besonderheit hat. Ich hoffe, ich kriege die Masken dann auch. Aua! Bestimmt wie bei einem Terra-Raid. Das ist wahrscheinlich Gestein. Also kann ich eigentlich direkt bei Maskagato bleiben. Ogerpippenpon, du bist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Du hast nur noch eine Maske übrig. Los, Skelekrok! Die Rankenkeule hat eben schon echt viel Schaden gemacht. So, Ogerpon, lass uns das hier beenden. Feuersturm! Ich glaube übrigens, die Rankenkeule orientiert sich daran, welche Maske der trägt. Gerade eben war das definitiv eine Wasserattacke bei der Brunnenmaske. Weißt du was? Du gehörst in den Ultraball. Ogerpon, das Masken-Pokémon, die türkis-grüne Maske, ist lieb streichen und steckt voller Neugier. Zum Kämpfen nutzt es die typenspezifische Energie der Maske, die es trägt. Es vertraut mir die ganzen Masken gerade an. Danke. Jo.
Ich werde mich gut um es kümmern. Entschuldigung. Aber er hätte ihn halt lieben gern selber gehabt. Ich kann es ja verstehen. Am nächsten Tag. Ja, ich gehe sofort dahin. So, dann reden wir noch mit Hanna und schließen dieses Kapitel ab. Jetzt sag nicht, dass du auch noch mal gegen mich kämpfen möchtest. Oh Mann, ich muss noch mal kämpfen. Aber nur mit Ogapon oder wie? Komm, dann machen wir dann Items zum Tragen. Wo sind denn seine Masken? Gestein, Wasser und Feuer. Ich gebe ihm mal die Feuermaske. Ich denke mal, wenn es keine der Masken trägt, dann nimmt es die grüne. Jetzt will ich mir aber eben kurz noch die Rankenkeule angucken, bevor ich hier irgendwas mache. Ja, hängt von der Maske ab. Eine Stärke von 100 oder auch noch Genauigkeit 100. OP. Ich würde ihn gerne eine Feuerattacke erlernen lassen. So, was? Ich gebe ihm Terra-Ausbruch. Das passt dann schon. So. Mit deinem Kampf schließen wir dann heute ab. Bin bereit. Los geht's, Ogapon. Los geht's, Boost Kick. Mir doch egal. Mach gern Schaden. Ich hätte eventuell Fuß Kick auch austauschen sollen. Ist nicht so die beste Attacke. Rankenkeule!
coole Attacke. Pokémon wechsel tue ich trotzdem. Und dann heile ich Overpon noch mal eben kurz. Böse. Na, quer durch, stößt. Nein, alles richtig. Jetzt kommt Morpeko. Los geht's, Ogerpon. Diesmal mache ich die Terra-Kristallisierung und direkt den Terra-Ausbruch. Ogerpon ist schon was Besonderes. Jetzt hat schön Schaden gemacht. Ach du, ein Frust. Ich glaube, Ogerpon war die letzten Jahre viel frustrierter als du. Nee, es kommt Vater Litscha. Hier zeige ich meine Rankenkeule. Oh, es ist eine Beere, um den Schaden ein bisschen zu vermindern. Hat hier nicht viel geholfen. Die Rankenkeule ist strong. Glaubst du wirklich, damit gewinnst du? Feuermaske war auf jeden Fall die richtige Wahl. Beenden wir das hier. Ogerpon ist ein echt gutes Pokémon. Was wirst du bald? Okay. Im Übrigen, das wird nicht der letzte Part. Wir werden noch die drei Gefährten auf jeden Fall fangen. Dafür werde ich nochmal ein extra Video machen.
Aber das hier wollte ich auf jeden Fall in einem Part jetzt abgeschlossen haben. Entschuldigung, wenn der Part dadurch ein bisschen länger ist. Komm, die Strecke fliegen wir eben kurz. Ist ja direkt da hinten. Jo, fehlt noch. Ihr müsst die Geschichte aber ändern. Enkitakami Mochi Z. So kann man Werte übrigens erhöhen, dauerhaft. Och nö. Danke. Hat mich auch gefreut, deine Bekanntschaft zu machen. Kann es sein, dass das zweite DLC beinhaltet? Ciao, Hanna. Ja, jo. Ja, die Fortsetzung kommt in Teil 2. Kommt da irgendwas an Credits? Nee, scheinbar nicht. Okay, und damit haben wir dieses DLC jetzt offiziell abgeschlossen, aber ich muss ja nochmal die drei Gefährten aufsuchen und diesmal dann auch fangen.
Aber das machen wir beim nächsten Mal mit einer Spezialfolge. Also da wird es nochmal eine Bonusfolge geben zum DSC. Auf jeden Fall entschuldige ich mich, dass dieser Part ein bisschen länger geworden ist. Auf jeden Fall freue ich mich für alle, die hier bei dem DSC jetzt zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!